Hallihallo, hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawürk.com. Und heute habe ich mal wieder ein Unboxing, und zwar das Old English Tarot von der Maggie Kneen von US Game System. Also das alte englische Tarot, ja, das ist hier die Box. Maggie Kneen Old English Tarot is a graceful designed Tarot Deck with traditional scene set in Paran. Also das ist aus dem englischen Mittelalter, so traditionelle Szenen aus dem englischen Mittelalter, mal was ganz anderes. Ich mag es, weil es ein Pip-Deck ist. Es ist irgendwie ein Pip-Deck, hat aber trotzdem Szenen. So sieht es dann letztendlich aus. Ich finde es sehr spannend. Ich bin ja nicht so der Mittelalter-Fan und ich bin auch nicht so der, ja, aber irgendwie hat mich das Deck angesprochen, weil ich glaube, das lässt sich bestimmt gut lesen. Und dann packen wir es mal aus. Ich hatte die, es war schon in der Folie eingeschweißt. Ich habe das aber schon abgemacht. Ihr wisst ja, die mich kennen, dass ich das nicht mag. Das ist wieder so eine typische Auf- und Zumachbox hier. Tue ja meine Tarot-Decks mittlerweile in kleinen Köfferchen aufbewahren, die ich thematisch sortiert habe, damit ich die sofort rausnehmen kann, also ohne Box. Das ist dann besser für die Legung. Deswegen ist mir jetzt mittlerweile die Box auch egal, weil ich habe so viele Decks. Ich habe die gar nicht mehr in mein Regal reingekriegt. Und außerdem, wenn ich am Legen bin, dann muss ich die auch alle bei mir haben. Und deswegen habe ich die in so kleine Köfferchen gemacht. Und deswegen sind mir die Boxen mittlerweile egal. Und wir schauen mal, was dieses Deck hier so ist. Fangen wir mal mit dem. Warte mal, mit dem Whitebook an. Das ist ja von US Games, das heißt, es ist wieder nur auf Englisch, ne? Nicht wie Los Garabeo, die haben das ja immer in mehreren Sprachen. Wir haben, das ist von, also das allererste Auflage ist von 1997 und die jetzige Auflage von 2006, ja. Wir haben hier eine. Ja, über das Tarot. The very oldest of Tarot decks are my favorites. Also das schreibt die Maggie Kneen wahrscheinlich. Und hier ist eine kleine Einleitung. Dann kommt hier, sieht man das überhaupt? Dann kommt hier schon die großen Arkanen. Ja, die sind auch relativ gut aufgegliedert. The start of a journey. Man hat hier eine Beschreibung. Man hat hier eine Beschreibung für die aufrechte Karte und für die umgekehrte Karte, aber es sind keine Keywords, es sind Beschreibungen. Also, the start of a new journey or adventure, look forward toward fresh opportunities, acting spontaneously or with reckless abandon. Ja, also das Typische, ne? Zumindest bei den großen Arkanen. Bei den kleinen haben wir hier die Schwerter zum Beispiel. Zum Beispiel die 10 der Schwerter ist Ruin. Ah, da ist dann eher, da sind dann eher Keywords. Ruin, Desolation, Trouble, Sorrow. Die 9 der Schwerter, Misery, Suffering, Unhappiness, Situation, Age. Ja, das ist so das Übliche. Ist aber sehr gut gegliedert, das finde ich gut. Dann zum Schluss hat man hier noch. Lass mich gucken. Das keltische Kreuz. Ja, klar, das kommt ja, glaube ich, sogar aus England. Ich bin mir gar nicht sicher. Und genau, das war's. Das ganze Buch hat, man kann sich hier noch Stichworte machen. Das ganze Buch mit den weißen Seiten hier hat 35 Seiten. Ja, das ist das kleine Buch. Das unterstützt sicherlich ein bisschen, ist aber jetzt nicht die Gloria. Ne? Aber es ist für jemand, der Tarot kennt, ausreichend. Und der, der Tarot kennt und intuitiv arbeitet, der braucht auch kein Buch, glaube ich, bei dem Deck. So, dann haben wir jetzt hier das Deck. Da haben wir das Deckblatt und noch ein Deckblatt. Und dann fängt es hier auch schon an. Und genau, hier haben wir nochmal die Copyright. Und das ist die Rückseite hier. Die finde ich eigentlich total schön. Obwohl sie sehr einfach ist, hat aber eine schöne Energie. Und sie ist halt umgekehrt lesbar, ne? Die Kartenverarbeitung ist normal US Games.
haben wir hier noch ein Use Games. Ja, die sind ähnlich, leicht matt laminiert, ja, fühlen sich gut an. Use Games Größe ist ja logisch, ist ja auch von Use Games. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Dann fangen wir mal mit den Karten an. Und zwar gucken wir jetzt erstmal, wie das hier aufgebaut ist. Das ist identisch aufgebaut. Das heißt, man hat hier unten immer die Bezeichnung stehen. Und die großen Arkanas, doch, die haben die Zahl dann jeweils hier oben, ja, in römischer Schrift. Bei den kleinen ist es ausgeschrieben hier unten, ne? Six of Besten, das ist dann halt dann auf Englisch. Also wer kein Englisch kann, für den ist es vielleicht schwierig, aber eigentlich kann man auch erkennen, was es ist, ne? Okay, dann fangen wir mal mit dem Flip oder Walkthrough an. Ja, da haben wir hier den Narren. Also die Kunst finde ich total klasse, die gefällt mir irgendwie, das ist mal was anderes. The Magician, also der Magier. Ist auch sehr, 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 sehr geradlinig. Also man erkennt sofort, was es ist. The High Priestess, wobei da weiß man, da hätte man es auch mit der Herrscherin verwechseln können, finde ich. Die ist jetzt nicht so typisch High Priestess, also die Hohepriesterin. Die Herrscherin. Das Mittelalter ist, sind die natürlich sehr steif dargestellt. Das gefällt mir wiederum nicht so, aber egal. Der Herrscher. Der Hierophant. Die Liebenden. Die hier eher eine Entscheidung sind. Der Wagen. Die Kraft. Ich hatte vergessen zu sagen, dass es ein Pip-Deck ist, oder habe ich das gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Der Eremit, der ist ja toll. Das Schicksalsrad, die Gerechtigkeit, der Gehängte. Der sieht nicht so ganz glücklich aus. Der Tod. Also die großen Arkanen erinnern mich mehr an das Marseille-System, aber die Kraft war hier die 8, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. 13 ist die, 14 ist der Tod. Die Mäßigkeit, sorry, dass die ist ja toll. Oh, die gefällt mir. Wow. Dann haben wir den Teufel. Den Turm. Also der Stil ist eher Marseille. Der Stern. Der Mond. Die Sonne, das Gericht und die Welt. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Das ist spannend, weil die großen Arkane sind wie Marseille, so von der Illustration eher Marseille-Style. Aber die 8 ist die Stärke und die 11 die Gerechtigkeit. Und das ist in Marseille eigentlich nicht so. Da ist es ja umgekehrt. Naja, ist wieder so ein, wahrscheinlich wieder so ein Mix-Tarot. So, wir fangen hier mit den Königen scheinbar an. Da sind wir jetzt hier bei dem König der Schwerter. Die Königin der Schwerter. Der Ritter der Schwerter. Und der Bube. Oh, ich finde die Zeichnungen total schön. Die sind so warm. Das ist jetzt eher pippig hier und hat aber jeweils eine Szene, ne?
Also, wir haben hier die 10 der Schwerter, die 9 der Schwerter. Wow, das ist ja krass mit dem. Die 8. Cool, das gefällt mir mit dem, mit den kleinen. Die 7. 6. Fünf. Die vier. Die ist ja spannend, die feiern ja hier. Wäre mal interessant, sich das durchzulesen. Die drei. Zwei. Gegensätze. Und das Ass der Schwerter. Dann haben wir hier die Stäbe, König der Stäbe, Königin der Stäbe, Ritter der Stäbe. Die Ritter sind mir hier irgendwie zu langweilig. Da muss viel mehr Power rein. Bube der Stäbe. Und das sind die 10 der Stäbe. Die 9. 8 der Stäbe. Huch, das ist aber komisch. So normalerweise so Pfeile. 7 der Stäbe. 6, 5, 4, hier mit dem V, 3, 2 und das Ass. Oh, das mit Baum, das ist ja toll. Das gefällt mir. Dann haben wir jetzt hier den König der Kelche. Das sind wir jetzt bei den Kelchen. Der ist aber noch jung. Die Königin der Kelche. Der Ritter der Kelche. Und der Bube der Kelche. Und dann haben wir die 10 der Kelche. Die 9. Die 8. Die 7. Hier haben wir lauter Musiker immer auf den Bildern mit drauf. Das ist wohl die Kreativität und Leichtigkeit. Die 6. 5. Bei den Kelchen ist nicht so besonders dargestellt, die Szenerie hier. 4, 3, 2 und das Ass. Und last but not least die Münzen. Da haben wir den König der Münzen, die Königin der Münzen. Ritter der Münzen. Den Buben der Münzen. Die 10. Wow, mit einem gedeckten Tisch. Die 9. Hier wird auch genossen. Die 8. Hier darf noch reifen. Die 7. Hier darf noch wachsen. 6, 5, oh. 4, ups,
Die drei, zwei und das Ass der Münzen. Wow. Die haben eine schöne Energie, die Karten. Wobei ich das hier mit den Münzen nicht so, mit den Kelchen nicht so verstehe, weil überall sind richtig schöne, wie heißt denn das hier, so Szenen drin, und bei den Kelchen sieht man immer nur irgendeinen mit Musikinstrument, und ich frage mich doch dann glatt, was zum Beispiel die Sechs der Kelche bedeutet. Ich will jetzt mal die Kelche hier durchgehen, das würde mich mal interessieren. Okay, wir haben hier 9 der Kelche, Success, Abundance, Victory, Celebration, Happy Home. Ja, das ist das Normale. Dann haben wir bei 8, Abandonment of Previous Plans, Modestified. Hier ist nämlich, dass es einem nicht gut geht bei der 8. Wo haben wir die denn? Und das wird hier ja nicht so dargestellt, finde ich, auf diesem kleinen Bild. Vielleicht, weil einem der Trommler fehlt. Ich weiß es nicht. 7 Fantasy out of touch with reality, foolish whims. Hier geht es auch wieder um die Illusionen. Also hier bei den Kelchen, das ist schon schwieriger. Da wird nicht so direkt dargestellt, um was es geht. Bei allen anderen kann man sich aus den kleinen Bildern tatsächlich noch was holen, aber hier nicht. Hier muss man dann, ja gut, für mich ist es kein Problem, aber finde ich merkwürdig, dass bei den Kelchen da nicht so richtige Illustrationen sind. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ansonsten ein recht schönes Deck, finde ich. Und wollen wir mal gucken. Lässt sich gut mischen. Ist ja auch US Games Qualität. Und dann wollen wir gleich mal eine Legung machen. Aber jetzt mische ich gerade nochmal. Ja, ich habe ja noch ein Mittelalter-Deck, was reines Pip ist. Die kann man bestimmt gut miteinander kombinieren. Ei, sind noch ein bisschen steif, aber das ist am Anfang immer so. Aber sie lassen sich sehr gut mischen, liegen auch gut in der Hand, fühlen sich gut an. Das ist halt US Games, die haben eine gute Qualität. So, dann machen wir mal eine kleine Legung. Haben wir schon eine Karte für die Zeitqualität. Gucken wir mal, was hier so anliegt. Und die wollen wir haben. Wir haben hier 6 der Schwerter. Ah, da wollte ich auch gucken. Und die Herrscherin. Ja, dann gucken wir uns doch mal die 6 der Schwerter an. Mal gucken. Wo haben wir denn die Schwerter? Hier. Weil das könnte jetzt anders sein als doch Journey Travel. Also Reise, Exploration, Overcoming Difficulties, Success after Entity. Okay. Okay. Und die 2 der Difficulty in launching new products. Ah, das ist das Übliche. Okay. Ja, das sind eigentlich so die üblichen. Ich wollte einfach mal gucken, weil ich entdecke ja dieses Deck mit euch. Also, die Zeitqualität ist so, dass man sich hier nicht so entscheiden kann. Man kann sich gerade nicht entscheiden, und ich möchte gerne mal wissen, um was es geht. Weil hier geht es ja um Reise oder um was Neues beginnen oder eben. Oh, hier geht es um die Liebe. Hier geht es eindeutig um eine Verbindung. Da kannst du dich gerade nicht entscheiden, scheinbar. Ja, es muss nicht eine Liebesverbindung sein. Es kann auch einfach nur Sympathie bedeuten, die Kelche. Aber hier geht es um eine Entscheidung, was eine Verbindung betrifft. Und da bist du noch nicht so ganz klar. Und du solltest einfach den Mut haben,
dich dem Ganzen zu stellen, würde ich jetzt einfach mal sagen, hier mit den Sechs der Schwertern. Das bedeutet ja auch Reise, das bedeutet sich für mich auch Horizonterweiterung, dich einfach mal dem Ganzen zu stellen und dem Neuen zu öffnen, ja. Und das sagt mir letztendlich auch die Empress, weil die nämlich normalerweise eine sehr fruchtbare, aber da ziehe ich auch noch mal eine Karte zu. Ja, die ist nämlich fruchtbar, die ist Wachstum. Die sagt dir, mach's einfach, trau dich und lass diese Sympathie und Liebe wachsen. Und der sagt mir auch noch, dass du dich eben, dass das raus will, aber dass du dich bitte fokussierst. Also, weil der Wagen kann auch heißen, dass man eben in zwei Richtungen fährt. Das ist ja auch wie hier. Hier bist du auch in zwei Richtungen, du hast zwei Münzen und weißt dich nicht, welche nehme ich. Im Endeffekt ist das hier auch eine Entscheidungskarte, was eben Verbindung betrifft. Also hier geht es um eine große Sympathie oder Liebe oder Verbindung, wo du dich entscheiden darfst, die vielleicht anzunehmen oder ja, würde ich schon sagen. Und du traust dich noch nicht und die Karten sagen aber, trau dich und leb's einfach und lass es auf dich zukommen und lass es wachsen vor allen Dingen, ja. Ich mache mal noch eine Ergebniskarte. Haben wir den Magier und den Bube der Stäbe. Der Magier sagt mir, ja, geh raus, nimm deine Talente und leb das Ganze. Und der Bube sagt mir das auch. Der ist neugierig, der möchte raus, der möchte leben, der möchte seine Leidenschaft in die Welt bringen. Also seine Kreativität auch, seine Unternehmung. Vielleicht geht es ja auch hier um eine Verbindung, unternehmerische Verbindung, kann auch sein, ja. Dann geh sie ein, geh sie ruhig ein. Du hast das Potenzial, sie einzugehen. Wenn es um eine Liebesverbindung geht, auch, ja. Also das Potenzial ist da, dass es auch konstruktiv gelebt wird, ja. Es liegt an dir, was du draus machst. Du bist der Schöpfer. Du bist immer der Schöpfer, ne? Also trau dich. Das ist die Legung. Wow, total schöne Karten. Haben eine schöne Energie, mal ganz anders, gar nicht mein Stil. Aber gut. Ich finde es halt total klasse hier mit den, ja, das hier so noch, ja, ich finde die einfach klasse. Wow, da freue ich mich. Werde ich jetzt bestimmt demnächst verwenden bei den öffentlichen Readings, ja? Okay, dann sage ich Herzensdank fürs Zuschauen, fürs mit mir entdecken, ja? Und wenn du magst, dann darfst du mir natürlich gern einen Kommentar hinterlassen und mir schreiben, wie du das Deck findest. Und wenn dir das Video gefallen hat, darfst du es gerne liken, teilen oder ja, kommentieren hatte ich ja schon. Und mich auch abonnieren, weil dann kann ich diese Art von Videos natürlich weiter verbreiten und andere Menschen noch damit beglücken. Okay. Ach so, und wenn du eine Lesung von mir haben möchtest, ein Reading, dann darfst du mich natürlich auch gerne kontaktieren. andreawirk.com ist meine Webseite. Dann mache ich dir gerne eine Legung und wenn du dann dieses Deck gerne dazu haben möchtest, dann sag mir das, dann verwende ich das auch, ne? Okay. Alles Liebe, danke fürs Mitmachen. Wundervollen Tag wünsche ich dir. Tschüss.